So, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe wieder richtig feine Sachen für euch rausgesucht. Unter anderem auch hier das Predator Pack von Leslie Feuerwerk. Leslie ist ja bekannt für wirklich gutes Kinderfeuerwerk, auch schön laut, bisschen mit Crackling und so. Richtig, richtig nice. Was ich auch für euch heute habe, sind solche Rauchfontänen von Jorge. Die habe ich persönlich jetzt noch nicht getestet, da bin ich sehr, sehr gespannt. Hier haben wir zum Beispiel Blau, Rot, Orange, Gelb und die Farbe Grün. Dann haben wir hier Sonic Clouds, dann die EMP-Vulkane, dann haben wir hier Pathfinder. Wir haben die Brakes in Grün vom Design her, dann in Rot. Dann haben wir hier Hydro-Units, dann haben wir hier die Flash, vier Stück, das sind die Leslie Blitztürme. Da muss man aufpassen, ein bisschen die explodieren, leider ist es so eine Fehlfunktion, deswegen immer schön hinlegen. Aber eigentlich sind es Strobfontänen. So, was haben wir noch? Also, die Engine-Vulkane, Fontänen fehlen noch. Dann habe ich hier noch von Nico so einen kleinen internen Vergleich zwischen den Unicorn-Fontänen und den Supersprüher von Nico. Sind gleich, ja, ob sie jetzt gelabelt sind, also das gleiche ist, nur anderes Label, anderes Design außen, werde ich halt heute testen. Und dann haben wir hier noch ein paar richtig schöne Fontänen, ein paar Überraschungsfontänen und hier so riesen Wunderkerzen. Ich würde sagen, weil es jetzt noch schön hell ist, fangen wir mal an mit den Rauchfontänen von Jorge. Fangen wir gleich mal an mit einem schönen orangen Rauch. Für Rauch rauskommt. Echt krass. Schaut euch an, was das für eine Rauchentwicklung ist. Das ist echt Wahnsinn. Richtig heftig, was hier für Rauch rauskommt. Das ist richtig spannend. Das seht ihr selbst. Und das hört gar nicht auf zu rauchen. Also das ist richtig, richtig krass. Jorge Smoke Fontänen. Wahnsinn. So, machen wir weiter. Wir haben jetzt hier noch Rot, Blau und Gelb und Grün. Genau in dieser Farbkombination werde ich das jetzt auch zünden. Also Blau und Rot. Ich muss sagen, die Farben sind echt richtig, richtig nice. Richtig, richtig, richtig schön. Mal sehen, ob sie auch so eine... Nee, der hört schon auf zu rauchen. Haben also eine unterschiedliche Brenndauer. Das ist jetzt überraschend. So, und weiter geht's jetzt mit dem gelben Rauch und dem grünen Rauch. Auch hier wieder intensive, sehr, sehr intensive Rauchwirbel. Wahnsinn. So, das war's auch schon wieder. Ich sag mal so, also für Rauchfontänen der Kategorie, was ist es eigentlich, F1 oder T1? Ich habe es ja eigentlich als F1 gekauft. Ist das wirklich, boah, also Rauchentwicklung sehr gut, Rauchdichte auch.
Also ich kann es nur empfehlen. Ich habe jetzt 17,50 Euro bezahlt für diese Rauchfontänen. Also dafür ist es echt, echt mega. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Vergleich von den kleinen Fontänen. Unicorn Fountains gegen die Supersprüher. Mal sehen, was da der Unterschied ist. Oder ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Also machen wir erstmal die zwei schönen Unicorn Vulkane. Sagen, Brenndauer top, Sprühhöhe auch. Ihr habt sie gesehen, schöner Silbervulkan. Wirklich sehr, sehr schön. Weiter geht's jetzt mit diesen kleinen Fontänchen hier. Drei Stück. Ich habe jetzt nicht angekriegt, also nur zwei. Nicht ganz so berauschend, also weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll von den Dingern. So, jetzt würde ich sagen, der direkte Vergleich zu den Nico Super Sprühern. Jetzt werden wir sehen, ob es das gleiche ist oder nicht. Also, ihr habt es aber gemerkt, es ist also das genau das Identische von diesen Unicorn-Vulkanen, sind also nur anders gelabelt, das heißt eine andere Aufmachung, ein anderes Design. Jetzt haben wir hier noch die drei Gegenstücke zu diesen anderen Fontänen, die machen wir jetzt natürlich auch noch. Sehr überraschend, also für Kinderfeuerwerk, ob da jetzt die richtige Effektfüllung drin war, weiß ich nicht, ob das so sein sollte, aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. So, machen wir mal weiter, was haben wir hier noch? Wir haben jetzt zum Beispiel die Engine Vulkana, machen wir noch. So, da machen wir jetzt erstmal zwei Stück und dann gibt es noch drei Stück Engine. Also verdammt schwach, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Wirklich super schwach, die Teile. Deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich hier alle vier ankriege. Also so als kleine Massenzündung, so ein kleines Strobo-Goldfontänen, doch recht nice, muss ich echt sagen. So, machen wir gleich weiter mit Fontänen, und zwar mal hier die Hydro-Units. Also wer sich die Namen ausgedacht hat, das weiß ich jetzt auch nicht.
jeden Fall die Namen sehr, sehr strange. Der wollte jetzt überhaupt nicht. Fehlzündung. Mal sehen, ob die anderen funktionieren. Also irgendwie werden die immer schlechter, ich weiß es nicht. So, da würde ich jetzt sagen, zünden wir doch mal hier so kleine Töpfe hier, die Brakes in grün. Kurz und schmerzlos die Teile. Also richtig, richtig nice. Jetzt drei Stück. Also sehr, sehr schöne Effekthöhe, ja, und ja, zwar kurz und schmerzlos, aber dennoch schön für F1 Jugendfeuerwerk. Jetzt haben wir hier noch die Brakes in Rot, mal sehen, ob die genauso gut abgehen. So, Brakes in Rot. Ja, genauso das gleiche Spiel, halt nur in Rot. Und halt ähnlich kurz, drei Stück. So, was ist jetzt hier noch übrig? Also wir nähern uns langsam dem Ende. Pathfinders, also die Pfadfinder-Vulkane. Und hier die EMPs, EMP-Vulkane. Und dann haben wir noch Sonic Clouds und hier die Flash, die Strobo-Teile. Dann fangen wir an jetzt mit den Flash, würde ich sagen. Ja, das war schon mal nichts. Also ihr seht, Kinderfeuerwerk hat so seine Tücken, wenn es manchmal nicht funktioniert. Funktionieren. So, ein kleines Fazit. Gott sei Dank ist keiner explodiert. Von den ehemals eigentlich Blitztürmen hier gelabelt mit Flash. Also wirklich, kann man durchaus zünden. Sind ganz nette Stroboskop-Fontänen. So, jetzt haben wir hier noch zwei Vulkane. EMPs und Pathfinder. Und die Sonic Clouds. Würde ich sagen, machen wir erstmal die Sonic Clouds. So, erstmal einen zum Testen, was es überhaupt ist. Kurz, aber schmerzlos. Und so kleine, ihr habt es gemerkt, so kleine Crackling-Teile. Und da werden wir jetzt natürlich einen schönen Kreis draus machen.
Ihr merkt also, Kinderfeuerwerk ab 12 Jahre kann man das ganze Jahr zünden. Und auch der Erwerb ist frei ab 12 Jahre. Ihr merkt, in Masse gezündet macht das durchaus Spaß. Jetzt geht's weiter, ich würde sagen, Pathfinder Vulcano. So, erstmal ein alleine. Oh, ein schöner Goldvulkan. Ja, wieder sehr kurz und schmerzlos. Deswegen gleich drei Stück. Ja, hier auch wieder ein kleines Fazit. Pathfinder-Vulkane von Leslie sind, ja, ist leider Kinderfeuerwerk-Durchschnitt. So, jetzt haben wir hier noch die EMP-Vulkane. Hier hoffe ich mir etwas mehr Effekt. Und ja, dann zünden wir mal noch diese riesen, ich sag mal, Überraschungsfontänen. Und hier noch solche riesen Wunderkerzen. Jetzt aber EMP. Gottes auch nur so eine Mischung, so eine kleine Mischung hier aus Silber und Gold. Also ich weiß nicht. Also ihr habt es gemerkt, doch recht gut. Also zwar wenig Silber, aber zum Schluss richtig feines Gold. So, jetzt haben wir hier diese Überraschungsfontänen. Kann man in der Hand halten. Das seht ihr hier an diesem Stiel. Geht ganz einfach. Und die werden wir jetzt alle fünf mal komplett zusammenzünden. So, jetzt hier diese riesen Wunderfackel, nenne ich sie mal. Durchaus gute Rauchentwicklung, also muss ich echt sagen. Man merkt, recht lange Brenndauer, die brennen auch noch eine Weile. Ich würde jetzt sagen, das ist nicht zu langweilig, da fehlt mir die Wunderkerzen. So, die Wunderkerzen sind jetzt ausgepackt. Ich habe mir alle komplett genommen. Und das sind halt ganz normale Wunderkerzen, die sie hier zu Silvester kennt. Nur halt etwas größer und etwas länger. Also ganz normal in der Hand zu halten. Und dann kann man die ganz schön zünden. Jetzt wird es ziemlich warm. Fasse ich mal weiter unten an. Wie ihr merkt, ist ja alles in Autofokus aufgenommen. Also recht gut, muss ich sagen. Bis zu einer gewissen Helligkeitsgrenze kann man das echt machen.
So, die brennt jetzt hier noch ab. Und dann war es das mit den Wunderkerzen. So, ihr merkt, Leute, wir sind jetzt am Ende des Videos. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder eine richtig schöne Zündelei. Ich werde jetzt natürlich meinen ganzen Müll noch aufräumen. Das ist selbstverständlich. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Also ich persönlich liebe Kinderfeuerwerk, weil man einfach schön zünden kann und schön einfach mal alles austesten. Und das ist perfekt.